So, machen wir noch ein bisschen Verstärker weiter. Und dann, also was ich tatsächlich jetzt anregen oder mit Ihnen machen möchte, ist ein Verstärkerentwurf. Und da fangen wir mal an mit so einem BFB 450. Der hat auch so ein bisschen den Vorteil, dass wir mit dem auch real hier arbeiten können. Also wir haben von dem auch welche. Und wer im Labor einen Verstärkerentwurf macht, der kann auch wirklich mit dem Teil dann arbeiten. Ja. Ja, ganz einfach, weil wir auch im eigentlich eher Sub-Gigahertz-Bereiche bleiben und nicht in die 10 Gigahertz, da kann man auch gar keine Messtechnik arbeiten, bietet sich eben der hier an. Und dieser ATF 3677, abgesehen davon, dass man ihn noch nicht mehr kriegt, ist eben da in dem Sub-Gigahertz-Bereich nicht vorgesehen. Also den nimmt man eher bei deutlich drüber. Unter dieser VMMK 1218, den ich eben noch gesucht habe, erstens ist auch der abgekündigt, was aber jetzt, der ist gar nicht so alt geworden, weil er glaube ich, an Broadcom liegt, die Avago übernommen haben. Und jetzt haben sie da das Produktportfolio bereinigt, da gibt es auch irgendwie nichts Vernünftiges mehr. Aber auch der ist für den hohen Bereich gedacht. Also, wenn Sie einen Internetzugang haben, können Sie einfach mal BFP 450 eintippen. Ja, und dann finden Sie irgendwo diese Seite da beim Infineon. Ja, und dann kann man hier auf Dokumente gehen, beispielsweise. Da finden Sie jetzt hier Datenblätter und Applikationsbeispiel. Das Applikationsbeispiel müssen wir jetzt nicht unbedingt gehen. Wenn Sie das aufmachen, das Datenblatt, wo ist der schnell? Dann kommen hier ein paar Seiten zum Vorschein, aber im Kern das gleiche wie das, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Einmal das, was man hier so DC-mäßig mit dem Ding machen darf, was er maximal ab kann. Wie er sich temperaturmäßig verhält, wie er beschaltet werden muss und wie man ihn dann gemessen hat. Und irgendwann sind wir dann hier hinten auch bei S-Parametern nur in Form von Smith-Diagrammen. Da komme ich aber gleich noch drauf. Es muss mich jetzt nicht aus der Bahn werfen und das ist wahrscheinlich total unangenehm jetzt für jemanden, der auf dem Video guckt, wenn das so schnell da durchscrollt, der hier für verschiedene Arbeitspunkte und Frequenzen sind hier eben unter anderem unterschiedliche die Parameter angegeben. Da zum Beispiel der Gewinn für verschiedene Kollektorströme ist es hier jetzt ja die Transducer Gains, also das S21, die Rauschzahl, die ist deutlich schlechter als die bei dem Gallium-Arsenid-Teil, was wir schon hatten, ja und so weiter. Dann hier die üblichen DC-Diagramme. Aber was ja spannender ist, ist hier, wenn Sie auf die Simulation oder sowas gucken, Simulationsmodelle, da müsste jetzt Footprint, da S-Par, ZIP und so weiter kommen. Auch das kann man öffnen. Sollte was passieren. Genau, er macht es hier mit meinem X-Archiver oder mit was auch immer auf. Ich hoffe, dass das jetzt auch funktioniert. Ah, er lädt noch. Also es ist ein bisschen mehr als nur eine Tabelle offensichtlich, ne? Haben wir es gleich. Donnerwetter. Ach, der hat gleich alle da genommen. Die versuche ich mal zu entpacken. In Dokumente QX. Ja. Kann man auch neu machen, genau. Ne, das ist glaube ich nicht so gut, was ich hier vorhabe. Halt. Nochmal entpacken. Dann sollte es ein Punkt QX geben. Da ist es. Und da mache ich mir jetzt hier noch so ein verzeihendes Amp rein. Und dann werde ich das mal dahin entpacken, in der Hoffnung, dass es gegangen ist. Genau, so. Hier haben wir jetzt die S2P-Dateien. 400 und 400, 500. Ja. Ich habe daneben gegriffen. Ich wollte 450 und nicht 405. Da.
So, da habe ich jetzt die S2P-Dateien für, und da können Sie mal gucken, immer unterschiedliche Arbeitspunkte, ne? 2 Volt und dann nehmen wir mal 2 Volt und 100 Milliampere. Also 2 Volt Kollektor in Mitte und 100 Milliampere Kollektorstrom, ne? Ich greife mal hier 3 Volt 50 raus, spaßeshalber. Ich mache das mit irgendeinem Texteditor auf. Ich nehme am liebsten den Emacs, weil das der weltbeste Editor ist. Und da finden Sie genau diese Tabelle, nur in maschinenlesbarer Form, die wir vorher auch schon da mal gesehen haben. Die kann jetzt QX einlesen. Das ist das sogenannte Touchstone-Format. Das geht auf ein Simulationsprogramm der 80er Jahre zurück. Ist nichts weiter als ASCII, kann man Menschen lesen. Da steht jetzt also alles, was Ausrufezeichen ist, ist Kommentar dahinter. Dann steht, was da angegeben ist, nämlich mit dem Lattenzaun da. Hashtag, oder wie heißt das heutzutage? Ja, egal. Also mit dem Ding da, Gigahertz, also Frequenz in Gigahertz, S-Parameter nach Magnitude and Angle, MA. Kann man auch anders machen, aber eigentlich gibt es nur das. Magnitude and Angle. Und Widerstandsniveau 50 Ohm. Das heißt das. Ja, und genau diese Daten kommen jetzt auch hier da. Und unten drunter kommt jetzt nochmal die Rauschansage hier mit Gigahertz, dB, Magnitude und Angle und dann eben hier dem RN durch 50. Relativ aktuell sogar, 2015 Infineon Technologies Munich. So, natürlich ist die Tabelle hier sehr viel detaillierter als das, was wir vorher hatten. Und was wir jetzt mal machen können, wir gehen jetzt mal in den QX rein. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu schnell. Machen uns alles, das können wir auch wieder speichern. Mal was Neues. Datei. Ich mache mal ein neues Projekt. Das ist besser. Das nennen wir mal AMP. So. Und ich hoffe mal, dass er jetzt schon ein Verzeichnis gemacht hat. Greifen uns diese S2P-Datei. Genau, da gibt es so ein AMP-Project. Und da kopieren wir die einfach mal rein. Einfach nur als. Dann liegt sie in der gleichen Datei, wie hinterher unser Schematic liegt. Da müssen wir nicht mit Pfaden und so weiter kämpfen. Das ist der einzige Hintergrund. Weil diese Datei brauchen wir gleich. Oder jetzt sofort eigentlich. Und machen wir mal hier Komponenten. Was brauchen wir? Wir brauchen eine Dateikomponente. Also wir haben jetzt ein Bauelement, das kann irgendwas sein. Es ist zufälligerweise ein Transistor. Ja? Das kann irgendwas sein. Es wird beschrieben durch eine Datei. Das ist eigentlich alles hier. Also File Components. Und da haben wir hier 2 Tor S-Parameter. Den ziehen wir mal rein. Die Referenz legen wir auf Masse hier. Und dann ist das hier unser Transistor, wie er als 2-Tor-Parameter dargestellt wird. Ne? Also er hat jetzt nur noch einen Eingang und einen Ausgang. Er hat nicht mehr die 3 Punkte. Na, wenn Sie so wollen, den Emitter legen Sie ja sowieso auf Masse. Dann ist die linke Seite die Basis, die rechte Seite der Kollektor. Wir brauchen keine Gleichspannung mehr vorzugeben. Das müsste man bei einem normalen Transistor in Spice jetzt ja machen. Also erst einmal dem Ganzen irgendwie eine Gleichleistung verpassen. Da müssen wir uns schon Gedanken drüber machen. Im Moment brauchen wir das hier aber nicht. Weil dies ist schon drin, also in dem File ist es drin. Ne? Das darf man nicht ganz vergessen. So, wir müssen ihm natürlich sagen, welche Datei. Durchsuchen können wir mal, da wird es uns schon angeboten. Übel nehmen, okay. Jetzt steht das da alles drin. Jetzt müssen wir es nur noch simulieren. Sources, Signalquelle. Zack. Zack. Massen. Und Verbindung. Zack, zack. Gut, wir brauchen noch eine Simulation. Wir nehmen die S-Parameter-Simulation. Und zwar hätte ich die gerne von 10 Megahertz. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Tabelle drin war. Kann sein, bis machen wir 10 Gigahertz. Was hätte ich gerne? Nehmen wir mal 10 Megahertz Punkte.
speichern noch BFP 450.1, nenne ich es einfach, der Einfachheit halber. Was für eine Also ich habe jetzt hier, Sie können nehmen, was Sie möchten. Ich habe jetzt 3 Volt 50 mA genommen. Also dann haben wir es vergleichbar. Sie können aber auch jedes andere S-Parameter-File daneben. Ne? Also nehmen Sie jetzt nicht die pathologischen, also die da, wo dann 1 Volt 0,01 Ampere, da kann er nicht richtig was. Ne? Da ist der Arbeitspunkt dann doch schon sehr abgeschnürt. Aber ich gönne mir hier noch eine Gleichung, damit ich die dBs gleich habe. Ja. Warum? Ja, ich wollte jetzt, lass mich gerade gucken. So. Aber der Sinn ist ja ganz ehrlich gar nicht, das so eins zu eins nachzumachen, sondern eigentlich selber zu machen. Wenn ich Ihnen dafür mehr Zeit geben muss, dann sagen Sie, hissen Sie eine Fahne, sagen Sie Bescheid. Ja, also die sollten Sie auch kriegen. Und goes it. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Schön? Ja. Na gut, so, also. Ergebnis kann man sich angucken. Das heißt, wir haben jetzt unser S-Parameter-File hier da mal, ne? Dargestellt. So. Ja, was sieht man? Ja, also hier S21, da, der hat ja also bis zu 37, 38 dB da und fällt dann reichlich auch ab. Hier so bei 6, um die 6 GHz brauche ich diesen Transistor nicht mehr zu fragen, ob er mir was verstärken wird. Weil die Durchgangstransmission wird 1 bzw. kleiner als 1, also 0 dB und kleiner. Ne? Also danach ist Schluss und den für 12 GHz einzusetzen wäre jetzt einfach eine blöde Idee. Naja, dann haben wir eben hier die Rückwärtstransmission. Die geht dann hier auch mal irgendwie ja, hoch bis auf, was haben wir hier, 20, 15 dB. Die Anpassung da am Eingang und Ausgang. Ist halt so, wie sie ist. Da muss man halt was dran tun. Ne? Also was wir jetzt auch nur gemacht haben, ist aus dieser Tabelle hier einen Graphen erzeugt. Mehr ist nicht passiert gerade. Nur jetzt haben wir die Beschreibung des Transistors im Simulationsprogramm drin und jetzt können wir damit auch weiterarbeiten. So, dann können wir uns noch ein paar sekundäre Parameter angucken. Ich gucke hier mal auf nochmal Help-Index.
Da findet man das nämlich vor allem die Notation auch immer richtig. Da ich mir die auch immer nicht so merken kann. Ja, kurze Beschreibung der Funktionen. Nee, das war es noch nicht, was ich wollte. Nächste spezielle Zeichen ist es auch nicht. Was ist denn los hier draußen? Ja, genau, kurze Beschreibung der mathematischen Funktionen war es. Da habe ich nicht genug gelesen. So, hier finden Sie eine Liste von allem, was da so hinterlegt ist und was man so machen kann. Das ist nicht jede Notation wirklich sauber drin, aber egal. So, was wollen wir machen? Wir wollen schon mal gucken, wo ist das Ding überhaupt stabil und wo ist es potenziell nicht stabil. So, wir können jetzt natürlich komplett durchscrollen, aber Sie finden hier eine ganze Menge mathematische Funktionen, die Sie irgendwie einsetzen können. Wir gucken erstmal hier bei den Stabfaktor. Sie finden zum Beispiel auch dieses dB, das ich immer verwende hier, ne? Da. Also die Umrechnung automatisch in dB ist eine Funktion, die hier hinterlegt ist. Hier der Stabfaktor, da schreibt sich so, Stabfaktor von S, müssen Sie S-Parameter-Matrix reingeben. Das Dumme ist, Sie können nur die von S, also die muss wirklich strukturiert sein, S11, 12, 21, 22. Also Sie könnten den jetzt nicht, in der Theorie soll es klappen, in der Praxis habe ich es nie hingekriegt. Sie könnten jetzt nicht zum Beispiel in zweiten Simulation da aufbauen mit den Toren 3 und 4. Also das funktioniert nur mit 1 und 2. Also ist meine Erfahrung. Kann sein, dass ich mich zu doof angestellt habe. Also, was haben wir? Stabfaktor von S. Das würden wir jetzt hier als Gleichung noch mit reinpacken. Da, Stabfaktor. Ah, nee, Quatsch, das nehmen wir einfach mal K. K, Stabfaktor von S. Hinzufügen, übel nehmen und hoffen, dass es geht. Ich mache den mal damit rein. Quatsch. Weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist. Kann ich ja mal gucken. Mache ich relativ dick. Und das Ganze als gestrichelte Linie. Aber das können Sie machen, wie Sie möchten. Da ist er. Ich habe es befürchtet, dass man nicht so richtig viel erkennt. Deswegen mache ich den mal in eigen skaliertes Dings rein. So. Wir können schon, uns schon ein bisschen entspannen in einem Sub-Gigahertz-Bereich. Nee, können uns eben nicht entspannen. Also in einem Bereich so von, was weiß ich, 1,5, 1,2, 1,3 Gigahertz bis da oben hin, ist er dann absolut stabil. Da haben wir nämlich ein K größer als 1. Das ist gar nicht mal so viel größer als 1 und es ist auch nicht wirklich so, dass Sie sagen können, je größer K, also es gibt kein wirkliches Maß dafür, wie stabil der jetzt ist. Ne? Also es gibt das größer und kleiner, also ja oder nein. Aber man kann nicht unbedingt ableiten, dass jetzt 1,25 deutlich besser ist als 1,15. Also vom Bauch aus würde ich schon sagen, ein K von 3 ist sicherlich besser als ein K von 1,1. Aber so ein wirklich festes, handfestes Kriterium dafür gibt es eben nicht. Okay, so. Wir sehen, wenn wir im Sub-Gigahertz-Bereich unterwegs sind hier, da ist das Ding potenziell nicht stabil. So, jetzt sag mal einer was. Auf welcher Frequenz wollen wir was bauen? Neunhundert Megahertz ist ausgeschlossen, weil das wird im Labor gemacht. Das wollen wir jetzt noch nicht machen. Ja, machen wir 433, können wir machen. So, bei 433 sehen Sie schon mal, das Ding ist da nicht ernsthaft. Also es ist da nur bedingt stabil. Das heißt, wir müssen anfangen zu untersuchen, wie denn die Stabilitätsfaktoren sind oder die Stabilitätskreise sind. Wir wissen, weil wir dieses Diagramm gesehen haben, dass S11 ist vom Betrag her kleiner als 1.
Das heißt also, wenn wir gleich ein Smith-Diagramm mit den Kreisen und so weiter zeichnen, dann ist der Ursprung des Smith-Diagramms der stabile Punkt. So, das ist, wie ich schon sagte, das ist meist, es ist nicht zwingend so, es ist meist so. Also kurz ein Wort drüber verlieren kann man schon mal. Okay, so, gehen wir in die Liste hier zurück. Und dann haben wir hier Stabcircle L und Stabcircle S. Und das ist genau das, was es sagt, Stabilitätskreis für die Last und Stabilitätskreis für die Quelle. Warum steht da nicht Stabcircle Q? Weil Quelle Source auf Englisch heißt, genau. Ich möchte auch mal einen doofen Witz machen. Okay, so. Fügen wir das als S-Parameter noch dazu. Ich nenne die immer Stabi L. Stab, Circle, L und Stabi S. So, wenn ich jetzt einfach auf Simulation drücke, wenn ich zu schnell bin, bremst. Dann wird es für die Zuschauer zu Hause an den Geräten langweiliger, aber das macht ja nichts. Immer auf der anderen Seite, bei Germany's Next Topmodel, ne, passiert eigentlich auch irgendwie nichts immer. Und am Bachelor am allerwenigsten. Ich habe da neulich mal wieder 5 Minuten geguckt. Ja. Nee, ich kann jetzt ja was drüber erzählen. Ich bereue das überhaupt nicht, aber nur im Paket macht es Sinn. Ne? Naja, so. Also, wenn ich jetzt auf Simulieren drücke, Sie können das gerne tun, aber dann macht er für jeden Frequenzpunkt, macht er jetzt diesen Kreis. Das wird nicht übersichtlich. Ich mache es mal spaßeshalber, ich möchte es nicht für 1000 Punkte machen, das ist mir echt ein bisschen viel. Ich mache es mal für 10 Punkte. Und so, dann sehen Sie, die Simulation ist ziemlich grob geworden. Ich packe mal jetzt hier mal ein Smith-Diagramm rein. Und in das Smith-Diagramm hätte ich jetzt gerne mal den Stabi L und zur Last gehört der S11, ne? Und den S11 hätte ich gerne drin. Den S11 muss ich mir aber hier als Sternchen definieren. Und den Stabi L hätte ich gerne ein bisschen dicker. So, dann sieht das schon mal ganz komisch aus. Und Sie sehen, ich zoome jetzt mal so ran, der hat jetzt da auch wirklich... Der hätte jetzt eine ganze Menge Kreise gemacht. Ne? Das Smith-Diagramm, das eigentliche, ist jetzt hier noch nur irgendwo da unten zu finden. So, weil er hat, also das Smith-Diagramm kann man ja erweitern auch für aktive, also mit Gamma gleich 3 und 5 und so weiter. Warum soll man das nicht tun? Das ist ja bloß eine mathematische Operation. Ne? So, und dann kommen nur solche Blümchen dabei zustande. Wir müssen uns da so ein bisschen reinzoomen. Das kann man hier am einfachsten machen, indem man die Begrenzung hier einsetzt. Und zwar Benutzer definiert die Y-Achse und zwar machen wir sie mal bis 1,5. Ich meine, mit 4 Schritten ist okay. Müssen wir gleich mal gucken, ob das wirklich okay war. Aber es sieht ganz gut aus. So, dann bleiben nur noch 2 Kreise, weil die anderen liegen irgendwie weit aus oder innen oder so weiter. Nicht? Also da wir es ja hier bei hohen Frequenzen, so ab 2 GHz, mit absoluter Stabilität zu tun haben, müssen die Stabilitätskreise außerhalb des Smith-Diagramms liegen. Und jetzt tauchen sie schon gar nicht mehr in dem Bild auf. Also war jetzt irgendwie keine so klasse Idee, die ich hier hatte. Ich kann noch mal, gönnen wir uns das noch hier kurz, 100 MHz bis 1 GHz. Das wird vielleicht etwas spannender. So, und dann sehen Sie hier verschiedene Striche, die da gezeichnet werden. Ne? Gut, das aber nur mal zur Abschreckung. Oh, warte mal, ich mache mal noch den... Vielleicht hilft mir der S22 noch ein bisschen. Ne. Also ich habe jetzt beide S-Parameter hier drin. Ups, wo wollte ich hin? Da. Was ich jetzt mache, ich deaktiviere die Simulation hier einfach mal, indem ich hier auf dieses Deaktiviere, diese rote Kreuz drücke und hole mir eine neue.
auch wieder eine S-Parameter-Simulation, die ich aber genau auf eine Konstante mit 433 MHz ausrichte, also genau auf den Frequenzbereich, in dem ich unterwegs sein möchte. So. Nochmal einmal. Hier sehen Sie jetzt den Stabilitätskreis, der ist ja auch fett genug. Und dieses etwas dicker befindliche, dieses etwas hier mit dem schwarzen Kreis, das ist das Smith-Diagramm, das eigentliche, das wir kennen, so, das bei Gamma-Betrag gleich 1 aufhört. Also dieser Kreis hier, der zieht jetzt einen weiten Kreis auch in den aktiven Bereich rein. Der interessiert uns eigentlich nicht, dieser aktive Bereich. Aber ich wollte nur mal zeigen, dass der Kreis wirklich ein Kreis ist und wenn man dann reinzoomt, bleibt halt ein Strich übrig. Oder ein Teilkreis übrig, das war eigentlich der Punkt. Arbeiten kann man mit dem, was wir jetzt tun, eigentlich wenig oder gar nicht. Deswegen beenden wir das Ganze wieder bei 1,5. Was habe ich jetzt gemacht? Na, nehmen wir den. Das könnte mit Glück, könnte das hier der Nullpunkt sein. Das weiß man nicht so genau, wie die Teilung jetzt wirklich ist, ob der wirklich durch den Nullpunkt durchgeht. Ne? Müssen wir mal ausprobieren. Also, so, welcher Bereich ist stabil? Andere Meinung? Ja, bei Anpassung muss er stabil sein. Ja, weil S11-Betrag kleiner als 1 war, haben wir uns gemerkt. Das ist nie drüber gegangen. Ja, genau. Also man sieht es hier auch. S11 ist natürlich im Smith-Diagramm, also ist der Betrag kleiner als 1. Also ist der Ursprung des Smith-Diagramms stabil. Also ja, ist... ist der untere Bereich der stabile Bereich. Also genau das hier. Ne? So, ich mach mal, gib mal für den Ausgang. Ich möchte ihn nicht bei den einem haben, für den Eingang. Gebe ich ihm noch einmal das Stabi S. So, das ist jetzt eben der Stabilitätskreis für die Quelle, also für das, was der Transistor auf der linken Seite an Reflexionsfaktor sieht. Der liegt völlig anders, der ist auch mehr oder weniger unabhängig von dem linken, heißt aber auch bedingte Stabilität, also ich dürfte ihn zum Beispiel nicht auf der linken Seite kurz schließen, dann würde er anfangen zu schwingen, ne? Gut, so. Nehmen wir uns mal einen Marker, fahren den auf S11, nee, S22, oh, egal, nehmen wir S22. Und wenn wir jetzt auf den Marker gehen, dann könnten wir ihm jetzt sagen, machen wir mal einen einfach Power Matching.
Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Er hat die Finna 33 MHz hier übernommen. Das hat jetzt funktioniert. Das hatte ich nämlich auch schon mal, dass es nicht geht. Er gibt uns genau an, was das ist. Und wir können jetzt hier das Netzwerk, das Anpassnetzwerk automatisch erstellen lassen. Wir machen das gleich nochmal mit dem JSmith, dass wir es ausprobieren. So, und dann sagt er uns, wo die 50 Ohm sind und wo das Device ist. Und probieren wir es einfach mal aus, was das Gerät jetzt hier liefert. Wir müssen es nur umtauschen, weil wir die 50 Ohm hier auf der anderen Seite haben. Wir wollen die nämlich dazwischen packen. So, was haben wir gelernt? Upsa. Also erst einmal lernen wir, dass das ist der Ursprung des Smith-Diagramms. Also das sind genau die 50 Ohm, die zeigt er uns jetzt hier auch an. Die Teilung des Smith-Diagramms geht nicht genau dadurch, die kann ich mal gerade ändern hier, dann sind es 5. Genau, jetzt geht hier ein Punkt genau dadurch. Also es ist jetzt nur eine kosmetische Geschichte, ne? Dass mir diese Kurve auch wirklich dadurch geht. So, und S22 ist jetzt angepasst. Also der Verstärker arbeitet jetzt tatsächlich auf 50 Ohm, beziehungsweise wenn ich von 50 Ohm von der rechten Seite gucke, habe ich einen angepassten Verstärkerausgang, den ich sehe. Weiter ist aber nichts passiert. Da habe ich auch nochmal 5. So, das haben wir auf beiden Seiten gesehen. Jetzt könnte ich natürlich hergehen, wieder mit einem Marker. Und versuchen, das auf dieser Seite zu machen. Gleich mal als Prognose, ist das eine gute oder eine schlechte Idee? Also wenn es eine gute Idee wäre, würde ich nicht so blöd fragen, ne? Daran kann man es als allererstes sehen. Aber die Gefahr besteht natürlich, wenn sich jetzt jemand äußert, dass ich frage, warum ist das eine schlechte Idee? Wenn ich jetzt einfach nur diesen Punkt anpasse, verschiebe ich ja auch die Anpassung für den Ausgang wieder. Weil Eingang und Ausgang ja miteinander verkoppelt sind über das S12. Solange ich das da drin habe, na, wird das in die Hose gehen. Aber ich probiere es mal aus. Man kann ja auch ruhig mal reinfallen. Power Matching, hat die 433 MHz übernommen, erstellen. So. Ich glaube, ich muss Ihnen, Sie gucken nur zu, ich muss Ihnen mehr Zeit geben, oder? Ich habe auch keine Knopf im Internet. Das sollen Sie nicht. Das bringt aber nichts, dann kriege ich A nicht mit, was Sie erzählen und B habe ich trotzdem im Endeffekt kein Ergebnis, weil ich zu langsam bin. Das ist schon zweierlei Hinsicht. So, was ist passiert? Also das S22 hat uns wieder rausgebombt, ne? Also war zu erwarten, weil es einen Zusammenhang zwischen Eingang und Ausgang gibt. Das S22 hat uns wieder rausgebombt. Und zwar auch genau an die Ecke. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste. Guckt mal hier. Das ist ja doch der S22, ne? Genau, das ist der S22. Der S11 ist jetzt auch hier. Ich gucke aber gerade an der Eingangsseite. Ja. So, und zwar hat er den ziemlich genau an den Leerlauf geschoben. Das ist natürlich ganz mies. Das heißt, wir kriegen jetzt irgendwie fast nichts rein. Noch viel schlimmer ist aber, dass der jetzt auch im instabilen Bereich liegt, ne? So, das heißt, wir können davon ausgehen, das Teil schwingt. Was sagt K dazu? Ich muss mir hier mal einen Pfeil dran.
damit ich es finde. Ne? Also K wird da nicht so erfreut drüber sein. Gut, so.